willkommen, liebe Geschwister und liebe Freunde. Jeden Morgen, gleich nach dem Aufwachen, bedanke ich mich beim Herrn, dass ich meine Augen öffnen konnte, dass ich denken kann, dass ich mich bewegen kann, dass er mich gerettet hat und dass ich laufen kann. Ich bin Siegfried Sauter aus der Christengemeinde Life Unlimited in Neu-Ulm und lasse heute meinen Input einfach laufen. Es gibt 6 Dinge, die bei Gott verhasst sind und 7 Dinge, die sogar ihm zum Greuel sind. Und was das alles ist, lest bitte mal selber in Neue Bibel heute Übersetzung, Sprüche 6, 17. Und eines dieser gräußlichen Dinge ist der heimtückische Stolz oder auch Hochmut genannt. Er schleicht sich unbemerkt in unser Leben ein. Doch wenn es jemand wagt, uns darauf aufmerksam zu machen, reagieren wir mit: Ich doch nicht. Das einzige wirkungsvolle Gegenmittel hat uns der Herr Jesus persönlich beispielhaft und eindrucksvoll demonstriert, indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, nicht den Kopf. Dadurch hat Jesus das Dienen der Geschwister untereinander symbolisiert und die Wirkung davon ist, unsere Demut wächst und der Stolz schwindet. Halleluja! Doch unser Schöpfer hat uns die Füße nicht nur zum Waschen gegeben, sondern auch über gewisse Dinge stehen zu können. Dazu gehören zum Beispiel richtig gefährliche Dinge wie Skorpione, Schlangen und die ganze Kraft des Feindes, auf die wir treten sollen. Gemeint sind zum Beispiel Lügen, Beleidigungen, Verleumdungen, Krankheiten, Raub unseres Segens und vieles mehr. Alles Dinge, die uns belästigen möchten, wenn wir tatenreich Jesus folgen und seinen Auftrag erfüllen und mit gewaschenen und siegreichen Füßen in die Welt hinausgehen, um die rettende Botschaft zu verkünden. Ja, für das alles brauchen wir unsere Füße. Und die sichtbaren Zeichen unserer laufenden Bemühungen finden wir in der Elberfelder Übersetzung, Römer 10, 15. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden und Gutes verkünden. Und das ist das Evangelium. Und meine spezielle gute Nachricht für heute ist, unsere lieblichen Inputs laufen auch zukünftig weiter, weil das Leben mehr ist. Amen.